Hallo und willkommen zurück zu Craft Attack. Heute bin ich mal alleine, weil ich vorproduzieren muss, ein bisschen. Ja, deswegen bin ich alleine. Ich habe mich jetzt mit jemandem abgesprochen oder so. Es könnte sein, ich bin gerade bei Katze im TS, dass Katze gleich irgendwie joint, weil Katze ja nicht wissen kann, dass ich jetzt aufnehme. Aber ja, ich werde mal hier auf jeden Fall schon mal das Feld einmal noch bestellen. Und dann hatte ich mir überlegt, möchte ich erst meinen ersten Streich spielen. Dafür habe ich mir etwas ausgedacht, was jetzt nicht besonders, ja, nicht besonders dramatisch ist. Ja, es ist nichts, worüber man sich jetzt aufregen muss oder auch nichts, wo man jetzt sagen kann, oh, das ist aber krass und das hast du dir aber krass überlegt. Es ist eine Kleinigkeit, es ist einfach, um Dalu ein bisschen abzufacken. Beziehungsweise um Dalu zu verwirren. Ich möchte ihn gar nicht abfacken, ich möchte ihn verwirren. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Dafür brauche ich natürlich eure Hilfe. Indem ihr nämlich nichts sagt. Das ist die große Aufgabe, für die ich euch jetzt stelle. Ihr dürft halt nichts sagen. Ich werde jetzt einfach mal alles abholzen hier. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu aufwendig, hier zu gucken, was schon gewachsen ist und was nicht. Ich baue es dann einfach neu. Genau. Und zwar hatte ich überlegt, er hat mir jetzt schon, und das könnt ihr in der Livestream-Aufzeichnung sehen, er hat mir jetzt schon bestimmt 2-3 Mal Sachen ja, an sich genommen von mir und hat dann gesagt, nein, habe ich nicht. Meine Diamanten zum Beispiel. Ich habe den ganzen Stream fast gebracht, um die Diamanten wieder zu bekommen. Und deswegen möchte ich ihm das jetzt ein bisschen heimzahlen, indem ich seine Chest verbuddel. Verbuddeln im Sinne von... er wird sie wahrscheinlich so nicht mehr finden, jedenfalls nicht an der Stelle, wo er sie vermutet, sondern ich werde die um eine Block oder beziehungsweise um ein paar Blöcke in die Erde buddeln. Ich werde dazu eine neue Chest machen und werde die Chest unter die Erde buddeln, genau unter seine eigene. Und werde dann schauen, dass ich seine ganzen Sachen, weil die Chest ist ja wirklich nicht irgendwie gesichert oder irgendwas, werde dann schauen, dass ich seine ganzen Sachen einfach da rein tue. Und ja, ich weiß nicht, ob er darauf kommt. Ich denke schon, ist ja ein clever Kerlchen. Eventuell, ja, habt ihr ihm das ja auch schon gespoilert oder irgendwas. Ich werde es auf jeden Fall gleich mal machen. Ja, was ich noch vorhatte, ist, dass ich mir sehr gerne ein eigenes Haus bauen würde. Wir haben zwar das große aus Cobblestone, aber im Grunde genommen gefällt mir das eigentlich nicht so. Es ist natürlich nur so ein Übergangshaus, das ist jetzt natürlich nicht... ja, sag ich jetzt mal, das Nonplusultra. Deswegen möchte ich mir auch gerne selber ein Haus bauen. Ich habe bei Balui gesehen, dass Balui sich... oh, Petra hat zum ersten Mal was angebaut, krass. Dass Balui sich auch einen Magierturm wieder baut, so wie wir es halt kennen. Ne? Ein Müllmagier braucht halt auch seinen Müllturm. Hallo, Noah. Und ja, dementsprechend möchte ich auch mein eigenes kleines Reich haben. Und das werde ich mir dann gleich oder in den nächsten Folgen dann erbauen. Die Folgen sind deswegen dann auch gut geeignet für meine Abwesenheit. Klar wird natürlich gespoilert, wie das Haus hinterher fertig aussieht. Aber ich denke mal, dass das jetzt nicht so dramatisch ist. So, angebaut haben wir wieder. Ich habe wieder ein paar Lecks. Das ist natürlich nicht so schön, aber ja, es gibt Schlimmeres. Ich würde jetzt mal eben kurz die Kartoffeln hier reinschmeißen. Eine Poison-Kartoffel, die packen wir bei Dalu rein, so. Und die ganzen Blöcke, die ich abgebaut habe. Hier ist noch Eisen. Hier ist noch das, noch Lapis Lazuli. Meine Diamanten behalte ich natürlich, logischerweise. So, noch Seeds, Melonen, was haben wir hier noch? Strings und so. Und ich glaube, wenn ich das jetzt noch wegtue, war es das dann auch? Jetzt doch noch wegtun, so. Das Eisen kann ich auch noch hier hinschmeißen. Und dann schauen wir jetzt mal. Okay. Was ist das? Okay, jetzt wird's interessant. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hier ist schon eine Chest. Ist das da? Ist das Dalus Chest? Er hat doch gesagt, er hat mal ein Buch erfarmt, oder? Ich glaube, das ist Dalus Chest. Ich klaue ihm jetzt die Diamanten. Okay. Lass uns die Chest einfach erweitern. Und dann noch einem weiter weg vielleicht eine hier hinstellen. Oh, Dalu.
Das ist eine Frechheit von dir, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Gut, dann tun wir jetzt sein ganzes Zeug mal einfach da rein. Okay, das brauche ich später wieder. Ich muss ja wieder zumachen. So. Ich weiß jetzt gerade nicht. Tue ich erstmal alles. Ist erstmal frech, dass der das ganze Redstone und so, das, was wir alle zusammen eigentlich in Chests tun. Erstmal alles raus hier. So, dann das, das noch. Ich glaube, Dirt auch noch. Dass der das einfach alles hortet. Das ist schon frech irgendwie. Naja. Gut, aber dann muss er jetzt halt erstmal suchen. Das noch, das noch. Oh, Leder. Soll ja nichts fehlen. Das ist wirklich frech. Und dafür, dass der uns so misstraut, habe ich mir jetzt einfach mal... habe ich ihm das jetzt einfach mal weggenommen. Fertig. So. Da kann er erstmal zusehen, wie er dann seine Sachen wiederfindet, würde ich sagen. So. Okay, hätten wir das. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Das ist schon eine große Frechheit. Deswegen habe ich ihm jetzt auch einfach mal die Dias geklaut. Oder ich packe die auch hier unten rein. Ich bin ja kein Arsch. Also ich bin ja nur ein bisschen Arsch. Ich packe die einfach mit hier unten rein. Die nicht auf? Oh ne, muss beides weg sein. Also. Oh Gott, nee. Und das sind übrigens auch die drei Dias, die er mir, glaube ich, geklaut hat. Und er hat Katze auch nichts gegeben. Ich behalte die am Arsch. So. Schon echt frech. Okay. So. Wir haben nichts gesehen. Gut, dass ich meine Sachen nicht in irgendeiner Chest habe, sondern immer bei mir trage. Ist natürlich blöd, wenn ich dann sterbe. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber deswegen wollten wir auch eine Enderperle haben. Moment mal, gehen wir schlafen. Liege. Mal gucken, ob genug Leute... Ich brauche noch einen. Einen brauchen wir noch. Komm, komm. So. Mhm. Aber wir haben ja irgendwie keine Monster-Spawns, haben wir festgestellt. So. Entschuldigung. Ich habe zwischendurch mal was gegessen. Ich bin den ganzen Tag schon unterwegs. Einkaufen und so. Weil ich heute und morgen Nachtdienst habe, muss ich jetzt irgendwie so ein bisschen vorproduzieren. Heute. Dass ich morgen nicht mehr so viel habe. Okay, gerade leckt wie scheiße. Holy shit. Seine Chest ist leer, sehr gut. Und ich buddel meine jetzt, oder buddel mir jetzt auch mal eine weg. Und da tue ich jetzt die Dias rein. Okay. Okay, das funktionierte. Alles klar. So, ich denke mal, da wird er nicht mit rechnen, dass ich so doof bin und dann direkt... Ich denke mal, dass... Da wird er nicht mit rechnen, okay. Was zu essen sollte ich mir noch mitnehmen? Und dann gehen wir mal los. Ich mal gucken wollte, wo ich mir denn mein hübsches Häuschen baue. Und vor allem auch, was das für ein Haus wird, habe ich auch noch gar keine Ahnung. Da muss ich gleich nochmal gucken. Oh, jetzt habe ich wieder diese komischen Lags, wenn ich nach links und rechts gucke. Ich glaube, ich muss mal einmal disconnecten. Ich disconnecte einfach mal einmal. Ach, das ist immer so ärgerlich, dieser Server, der ist irgendwie, der ist zwar stabil, aber ja, ich habe halt die Ultra-Lags. Ich habe keine Ahnung. Ist echt schade eigentlich. Weil so läuft der gut. So läuft der wirklich gut. Aber diese Ruckler sind halt wirklich nervig und das ist auch das, was mir im Moment so ein bisschen den Spielspaß killt, muss ich sagen. Weil die Singleplayer-Welt, in der ich jetzt im Moment spiele, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, ich habe das Buch von Debitor und Castcrafter mal genauer unter die Lupe genommen und werde dieses Buch durchspielen quasi. Okay, Connection Loss. Es läuft auf jeden Fall. Hatte ich gerade schon mal, deswegen ich
Mal gucken. Ja, und da habe ich gestern ein Video hochgeladen zu. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen und mir ein Feedback hinterlassen, ob ihr da Bock drauf habt. Da werden einige Mods erklärt, ganz viele Technik-Sachen erklärt. Und ja, ich bin ja so gesehen Minecraft-Noob, weshalb ich das Buch auch zugeschickt bekommen habe. Und kann anhand dessen hoffentlich einiges lernen. Ist es jetzt besser? Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal los. Wir haben hier diesen Aufzug zu Stadt Rot. Von Stadt Rot sind sogar welche da. Oh, ich habe auch eine ganz schlechte Verbindung. Was ist das denn? Okay, das ist echt übel. Aber da weiß ich tatsächlich nicht, wie ich es fixen sollte. Na, mal fragen. Gucken wir mal, ob das überlebt. Sehr interessant. Alter, ist das weit. Ist das die Oberfläche? Aber man kriegt schon was Schaden. Okay. Das ist schon weit. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist schon echt knapp mit dem Leben, muss ich sagen. Ah ja, okay, guck hier. Tada. Mhm. Das sind also die anderen. Sehr interessant. Und da unten sind dann wir wahrscheinlich. So wie es aussieht. Alles klar. Gut, da möchte ich mich jetzt aber irgendwie auch nicht einfach so hallo, ich gehe dann mal. Hier ist dieser Aufzug. Okay, das kann jetzt wirklich schief gehen. Ich habe keine Ahnung, ob am anderen Ende, ob da Wasser ist. Ich habe nicht geguckt. Scheiße. Ja, lieber wieder runter. Oh, ich weiß nicht. Ah. Okay, das ist jetzt volles Risiko, ja? Für die Klicks. Oh, okay. Es wurde dran gedacht. Zum Glück. Ich könnte auch einfach mal das Wasser da rausnehmen. Und da einfach nur so einen blauen Block hinsetzen oder so. Okay, cool. Das ist also der Aufzug. Also man muss auf jeden Fall vollgeheilt sein. So viel steht fest. Sonst kommt man da nicht hoch, ohne zu sterben. Das ist schon mal ein sehr guter Aspekt. Und da hoch geht's dann anscheinend. Ah, das ist ziemlich cool. Also, finde ich gut. Ich glaube, Baloui hat Baloui den gebaut. Ich habe keine Ahnung, wer den gebaut hat jetzt genau. So, aber wo bauen wir denn unser Gebäude hin? Ist das, weil die Chunks nicht laden oder steht das wirklich so kacke da? Das steht wirklich so kacke da. Ich würde tatsächlich hier oben den Berg bevorzugen. Es kann jetzt natürlich echt sein, dass Baloui hier schon anfangen wollte mit seinem Magierturm. Ich habe keine Ahnung. Aber von hier oben kann man alles überblicken. Weshalb ich das eigentlich ganz nice fände, hier oben zu bauen. Kann man hier nämlich schön runter gucken auf die anderen. So, mal von oben herab. Sind wir mal ein bisschen abgehoben jetzt. Okay, das hier wird auf jeden Fall the place to be. Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Dirt. Dafür hole ich mir jetzt auch ein bisschen Dirt. Und dann ebnen wir das da oben erstmal ein bisschen. Tada. Hallo? Oh Gott, es laggt wieder. Es ist aber auch echt krass. Ich weiß nicht, wieso ich so eine schlechte Verbindung zu diesem Server bekomme gerade. Ist mir absolut ein Rätsel. Okay, da ist es. Und jetzt ebnen wir mal den Weg. Schön, wenn wir die Tür hinter sich zumachen. Man weiß ja nie. Und da ist das Nether-Portal. In den Nether wollte ich nämlich auch, aber das machen wir irgendwann mal im Stream am besten. Hallo Schaf. Sollte wirklich auch vielleicht so ein bisschen auf Tierzucht gehen. Ich glaube, das wurde auch irgendwie in die Kommentare geschrieben, weil sonst andere Leute die Tiere alle töten oder irgendwie sowas. Aus dem Grund hätte ich es jetzt nicht gemacht, sondern einfach, weil Tierzucht haben auch echt praktisch ist. Und ich denke, dass man da ganz gut mit arbeiten kann. Ich mache hier mal so ein bisschen eben. Was ist da? Ein Schild, okay. Das sieht bestimmt von unten total doof aus und das muss man noch angleichen. Aber ich möchte jetzt erstmal nur eine Fläche haben, wo ich im Endeffekt mein Haus drauf baue. Baustil, wie gesagt, keine Ahnung. Ich muss mir wahrscheinlich auch erstmal so ein paar Bausachen jetzt erfarmen, wenn man so viele verschiedene Bäume hier, die man erfahren könnte.
Und ich würde halt auch gerne mal mit den anderen zusammen was aufnehmen. Wie so mit Skate vielleicht mal oder mal mit Reefed oder so zum Beispiel. Gerne mal mit Reefed aufnehmen. Ich würde nämlich mal interessieren, was so ihr Ziel ist von Craft Attack. Kann ich mir noch irgendwas aneignen? Ich habe nämlich echt überhaupt keinen Plan, was ich erreichen will hier in diesem Bums. Ja. Wie gesagt, im Moment ist alles noch ein bisschen langatmig. Ich hoffe, euch macht das trotzdem Spaß, das zu schauen. Irgendwann wird es mit Sicherheit auch spannender, wenn alle sich erstmal aufgebaut haben und dann die ersten auch wieder abgeschossen wurden, ne? Ja, genau. So. Und hier oben hat man eine wundervolle Aussicht, wenn man die Chunks laden würde. Ich glaube, Chunk-Loading von 8 oder so, damit das einfach nicht mehr ruckelt. Und im Moment sieht es auch ganz gut aus, glaube ich. Ja, ja, im Moment kann man sich das gut antun. Okay, da es wieder dunkel wird, würde ich jetzt glatt sagen, ich gehe mal kurz schlafen. Das war's dann für die heutige Folge. Ist eine kurze Folge gewesen, aber das muss jetzt leider die nächsten Tage sein. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich kann da tatsächlich jetzt mal keine Rücksicht drauf nehmen, weil ich, wie gesagt, ziemlich viel unterwegs bin, ziemlich viel arbeiten muss. Freunde Geburtstag haben. Okay. Und ich kann nicht schlafen gehen. Das ist schön. Ich liege und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen mit der nächsten Folge. Macht's gut.